Der Helikopter kommt, endlich! Der René 115 ist das. In der letzten Folge, boah, ich muss die Effekte mal runterstellen. Ja. In der letzten Folge haben wir ja die Cops ein wenig in den Arsch getreten. Au! Denn der, okay, Server hat sich neu gestartet. Boah, die haben sich so geärgert. Und ich denke mal, diese Folge wird extrem spannend. Da die jetzt mal mit aller Kraft, ne, versuchen werden, uns in die Knie zu zwingen. Was macht der denn da? Wieder voll der Leasing gewesen. Alter, was ist da los? Geh mal lieber hier runter von der Plattform. So, yeah, einmal einsteigen. Ja, wir haben zwar unsere ganze Knete verloren und unseren Helikopter auch. Aber... Guten Tag. Los geht's. Oh, falsche Taste. Das hier. Nur ihr zwei oder der andere, ja, auch noch? Ja, hoch, 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 hoch. Hallo? Hoch. Ah ja. Ja! Wohin geht's hier, Herr Pilot? Hallo, René! Alles cool. Hallo! Sag mal, wo der uns hinfliegen soll. Ich muss mal ganz kurz die Leute muten. Wir möchten gerne zum Pokerfeld. Wir müssen ein bisschen Geld machen. Wir wollten ein bisschen Geld machen. Ja, genau. Wir brauchen auf jeden Fall einen Heli. Ja, sorry, dass so lange dauert. Okay. Sorry, dass so lange dauert, weil ich war noch am Schwarzmarkt. Kein Problem, was hast du denn da gemacht? Ja, was macht man wohl am Schwarzmarkt? Ne, ich hab mir eine Waffe geholt, schnell. Hast du viel Knete? Eine Waffe? Ich habe... 1,2 Millionen habe ich ungefähr. Alter! Oh, wir hatten das Problem, wir hatten vorhin Kokain abgebaut und so, dann haben uns die scheiß Cops... Also nicht die scheiß Cops in diesem Sinne, sondern also in dem Fall haben wir uns sehr geärgert, gemacht, die, ne, haben uns dann hochgenommen. Ja. Alles war weg. Und dann kam dann kam der Server desync, also Restart, und die Verhaftung wurde dadurch aufgehoben. Und die sich geärgert haben, das war so lustig. Okay. Sau cool. Ja. Ja, der Maurice hier. Habt da. Maurice heißt er doch, ne? Ja, sag mal. Der fliegt hier unseren Helikopter. Du bist gerade im Let's Play, Alter. Ja. Und ist sehr cool, dass du uns, okay, dass du es geschafft hast, hier uns abzuholen. Freut mich sehr. Und ja. Sehr geil. Ja, Leute, ich schaue eure Let's Plays immer an. Also ich finde das richtig cool. Das freut mich. Euch. Danke, also, danke. Das Spielen braucht... Ja, gar kein Problem, ey. Ich bin ein Fan von euch, auf jeden Fall. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ich fand das immer ganz gut. Ja, super cool. Vielen Dank. Ja, gar kein Problem, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall ordentlich Knete machen. Ich unterstütze euch auch gerne. Oder was? Ja, gar kein Problem. Ich unterstütze euch jetzt gerne. Weil ich finde das richtig geil, was ihr immer da macht. Da bin ich jetzt direkt dabei, wenn ihr kein Problem damit habt. Nee. Gib euch ein bisschen Deckung mit meiner Waffe und so. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Cops jetzt darauf warten, uns wieder festzunehmen, weißt du? Okay. Weil wir haben nämlich gerade schon... Ja, vielleicht solltet ihr mal... beim Drogendealer mal schauen, was immer gut in Fahrt ist momentan, weil die Polizei weiß es nicht. Wir müssen gucken, was jetzt am höchsten ist. Heroin, Cannabis oder so. Weil Koks, wenn man Koks abbauen tut und jemand hat jetzt Koks gemacht, dann geht das runter, die Werte. Das Problem ist, wir können nur Kokain abbauen momentan, weil wir einfach nichts haben. Keine Lizenzen und alles. Ach so. Aber ihr habt die Koka-Lizenz, ne? Ja. Ja. Ja, wir hätten ja auch gerne eine Schwarzmarkt-Lizenz, aber die ist so teuer, ey. Ja, gut, die kostet 100.000, natürlich. Da vorne steht ein Laster, da stehen zwei Laster. Ja, wenn ihr Waffen braucht oder so, kann ich euch besorgen, wird kein Problem sein. So 1,2 Millionen, dann wird mir so 30.000 nicht wehtun. Guck mal, da vorne steht ein Laster. Vorne stehen zwei Laster. Du hast hör zu, du hast doch eine Waffe, ne? Ja, wir rauben die jetzt aus, genau. Wir holen uns die Laster, die sollen uns die Schüsse geben. Aber guckt erstmal, ob die bewaffnet sind. Da stehen zwei Laster, Alter, zwei Laster. Okay, flieg einmal langsam drüber, die stehen da, pass auf. Sind die bewaffnet? Ich kann nicht ranzoomen, Alter. Guckt, ob die bewaffnet sind. Flieg mal ein bisschen tiefer, schick tiefer. Nee, sind nicht bewaffnet. Sind nicht bewaffnet. Runter. Okay, du musst sofort losstürmen, Alter. Ja, tö. Das sind aber zwei. Los, runter. Du kannst ja auch eigentlich direkt abknallen, oder? Nein, Alter. Oder darf man das hier nicht? Nein, darf ich nicht. Okay, der eine Laster haut ab. Nimm den anderen Laster, los raus. Muss aufschließen. Hallo. Der
Ich überfall dich nicht, nee. Los, her damit. Tut mir leid, Mojo. Tut mir leid, Mojo. Aber wir müssen Knete machen. Pass auf. Ja. Super. Gib mal deine Schlüssel. Tut mir leid, Junge, aber... Oh, ich hab Zeit, Jungs. Da ist er tot? Der gibt uns die Schlüssel nicht, nee. Ich kann dir auch ganz einfach in den Kopf schießen, dann ist alles vorbei, mein Freund. Random Deathmatch? Ja, gerne. Nein, Moment mal. Überleg doch mal ganz kurz, mein Freund. Ja. Ich bedrohe dich mit einer Waffe. Du musst mir die Schlüssel geben. Du wirst ja lebensmüde in echt, wenn du mir den Schlüssel nicht geben würdest, oder? Ja, warte, Freund. Wir können ja mal gemeinsam zum Auto gehen. Nee. Gemeinsam zum... Ja, das ist mir dann zu leicht, nein. Ja, warte, dann guck ich mal. Wenn ich die ganze Zeit K.O. geschlagen wäre. Wir zählen jetzt bis 5. Du kannst 5. uns auch die Schlüssel geben, wenn du K.O. geschlagen bist. Wir zählen jetzt bis 5. Wir zählen jetzt bis 5 und dann gibst du uns die Schlüssel. Jungs, ich kann K.O., kann ich doch keine Schlüssel mehr raus. Natürlich. Doch, das geht. Jo, warte, guck ich. Oh, die Zentralbank wieder. Oh nein, die Zentralbank. Ja, das sind unsere Leute. Echt? Warum sagt ihr mir Bescheid? Ich hätte gerne noch eine Bankenversicherung gemacht, ihr Geilen. Nee, René, das war ein Witz. So, pass auf, Mojo, pass auf. Mojo, hör mal zu. Wir wollen dich nicht töten, ja? Wir wollen nur Geld machen. Und wenn du uns die Knete gibst... Genau, wir brauchen jetzt leider deinen Laster. Und du gibst uns den Truck, die Schüssel für den Laster, Truck. Mein Gott. Dann lassen wir dich leben. Oder, ey, Junge, ich kauf dir den Laster ab, wie wär's denn damit? Jungs, ich geb euch einen Tipp. Wieso seid ihr denn so blöd und kauft euch einen Heli anstatt einen eigenen Transporter und fahrt hier einfach hin? Ah, weil ich mit dem Heli unterwegs war, mein Freund. Der René wird langsam ungeduldig. Der René wird langsam ungeduldig. Komm, jetzt gib den Schlüssel her. Ah, Mensch, ich habe meine Schlüssel im Auto stecken lassen. Das ist doof gelaufen. Kacke. Sehr dumm, ne? Dann müssen wir nochmal zum Auto, Jungs, ne? Ey, ich könnte auch machen, ich könnte dir den abkaufen, wie denn damals? Ich hab genug Geld. Nee, nix abkaufen. Ah, ich geb dir so. Doch. Ich will. Was war das denn? Sein. Mein Gott, der ist doch ein... Ich hab mal Auto gehört. Da hat gerade jemand sein Auto aufgeschlossen oder abgeschlossen. Ja. Pass auf, René, pass auf, ob René. Die Rebellen sind oder so, weil auf die hab ich nämlich gar keinen Bock. Ja, wie sieht's denn jetzt aus mit dem Schlüssel, mein Freund? Komm schon. Ha? Er sagt nichts mehr. Warte mal, hab ich einen Dietrich? Warte mal. Curry? Nee, du hast keinen Dietrich. Hallo? Doch, ich hab einen Dietrich. Laber nicht. Hallo. Mach das auf. Kollege, versuch mal. Sprich mit mir, komm schon. Wie denn, Curry? Ich glaube, er möchte nicht mehr mit dir reden. Du musst auch benutzen gehen. Nein, ich glaube auch nicht. Geh auf benutzen. Ich kann nicht sprechen. Ey, wie wär's denn so, Kollege? Guck mal, gib uns doch die Schlüssel. Ich bin wieder bei mir. Oh, wieder. Gib uns doch die Schlüssel. Dennis, mach doch. Ich mein Gott, ja, wie denn? Wir geben dir denn später dann zurück. Gib mir mal den Dietrich. Warte mal, ich mach mal im Inventar. Was muss ich denn machen? Ah! Ich nehm dich auch mit meinem Helikopter mit. Die Westen. Ne? Ist doch auch ein cooler Deal, oder? Ne, ich hab einen Werkzeugkasten. Oh, erst hören und sehen und zeigen. Oh. Benutzen mache ich jetzt. Ja. Ach so, meintest du das? Ich dachte, ich muss... Okay, ich lass dich jetzt aufstehen, ja? Da ist schon wieder Auto. Wenn du rennen tust, werde ich dich erschießen, okay? Dann kann ich dir dann auch nicht mehr helfen. Ich hab'n Dietrich, lass ihn mal liegen, leg ihn wieder hin. Hau ihn! Ich hätte mal vorher sagen können, dass du einen Dietrich hast, du geil. Alter! 20 unreines Kokain. Kannst du reingucken? Ja! Soll ich damit wegfahren? Ja, nimm die Karre. Nein. Aber ich hab die Schlüssel nicht, du hast die Schlüssel jetzt. Siehst du, jetzt haben wir den auch so gekriegt. Ich fahr den, Curry. Nein, die beiden fahren den. Gib mir mal die Schlüssel. Mach die Kiste auf. Gib mir mal die Schlüssel. Steig einfach ein erstmal. Gell, total. Wo willst du denn damit hinfahren, Alter? Ja, wir haben ihn. Wir haben die Schlüssel. Lass ihn liegen, der soll liegen bleiben. Lass ihn liegen. Der soll liegen bleiben. Wir bauen Kokain ab und laden den Truck damit voll. Zum Glück haben sie die Schlüssel stecken lassen. Ja, das ist doch immer gut und freundlich, ne? Aber ihr habt ein kleines Problem. Was denn? Ja, wir hören. Was für ein Problem haben wir denn? Weil meine Jungs lassen euch jetzt vielleicht einfach umbringen, wenn sie da sind. Vielleicht. Ja, wenn sie da sind. Das ist ja kein Problem. Sammelcurry. Mojo, halt du schon, den... Ich hab schon. Mojo, halt du den einfach in Schuss, pass auf. Ihr dürft ja jetzt euch nicht wundern, wenn sie euch einfach abschießen, ne? Weil
damit warne ich euch ja jetzt schon im Roleplay im Prinzip vor. Ja, das dürfen sie aber nicht, ne? Das ist ja scheißegal, sie dürfen das nicht. Sie dürfen jetzt nicht schneiden, dürfen weil sie nicht? Grade, nein. Weil ihr doch gerade ihr raubt den Kollegen aus meiner Freundin. Den Kollegen. Meiner Freundin. Meine Kollegen dürfen trotzdem nicht direkt schießen. Natürlich. Sorry, ich liebe immer die Schüssel. Nein, dürfen sie ja, nicht. Ja, gib mal. Sie müssen mich vorwarnen, sie müssen zu mir sagen, komm zum Beispiel, leg die Waffe weg oder so. Hiermit warne ich dich offiziell vor, René, dass du überfallen wirst gleich. Vorwarnung. Ja, gut, bei mir gibt's nicht. Sammel weiter, schnell. Ich hab schon. Ja, mir ist voll. Okay, ich hab 6. Da, ich hab schon wieder Auto abschießen gehört, Alter. Tut mir leid, du bist unbewaffnet, du bist technisch K.O. eigentlich. Auf einmal? Ich hab sogar die, jetzt hab ich die Waffe weggesteckt. Ah! Leute, was machen wir? Scheiße, der hat den Truck. Nein! Ich nehme so viel Kokain mit, wie ich kann. Er ist drin. Ich hab Kokain. Ach, das ist unser. Der Mocho, der das ist der Typ. Ah! Boah, der hat ihn umgefahren. Was? Scheiße! Er ist extra ins Auto gelaufen. Die Cops! Nein, das war im Headset. Er ist extra ins Auto gelaufen, haben wir gesehen. Tut mir leid, das war da keine Absicht. Ich glaube, ich muss ins Büro einmal gehen. Ja, mach das. Ich bin vor das Auto gelaufen. Okay, geh du in den Helikopter, René. Gib uns aus der Luft Unterstützung. Was willst du denn mit dem Auto machen, Alter? Du kannst doch nicht... Komm, Alter, wir bringen... Weißt du, wie viel Kokain du da reinladen kannst? Wir müssen jetzt Risiko machen. Wo bringen wir das Auto denn hin? Okay, komm. Du fährst, Curry. Sag mal, der René soll irgendwie eine Gang aufmachen oder sowas. Warte. Ich geh hin. René, mach mal eine Gang auf. Eine Gang. Ja, also die Kohle hab ich jetzt dabei. Ich hab 15.000, ich will noch 3.000 für eine Gruppe aufzumachen. Curry, gib dir mal ein bisschen Geld. Habt ihr 3.000 dabei zufällig, dann machst du eine Gruppe auf, ne? Hast du noch 1.000? Warte, ja. Hab ich noch jetzt Geld gegeben. Ja, ich hab 3.000 gesagt. Da fehlt noch 1.000, Kollege. Ich kann ihm nichts mehr geben. Ich auch nicht. Komm ein bisschen näher zum LKW, dann kann ich dir was geben. Kann nichts geben. Kann ich dir das geben, Curry? Ja, und jetzt gib du ihm das mal. René, komm mal zum LKW, dann können wir dir das geben. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich glaube, hier geht's gleich ab. Ich kann dir nichts geben. Mach schnell. Ah, jetzt, warte. Alter, geil. Okay. Warte, Curry, ich lade noch was ein. Warte eine Sekunde. Wir nehmen noch was mit, da passen 400 Sachen rein. Warte. Lass die Kiste einfach an, Curry. Bleib du drin sitzen. Ja? Ja. Sammel hier noch was. Mach eine Gruppe auf. Der Bankraub ist fehlgeschlagen. Hat ihm was klicken gehört hier. Ich habe 8 mal unreines Kokain. Ich tue das in den Truck. Passt aber noch mehr rein, wir können da viel mehr Knete mitmachen. Die LPP. Was? LPT hat er gesagt. Die LPP ist, ne? Geht bei die LPP doch geschrieben, ne? Jo. Komm Dennis, mach hin, Alter. Ja. Wie heißt denn LPT? Wir müssen ja nicht erstmal. Wir können. Warte, lass mich noch einmal sammeln, Curry. Und dann hauen wir ab. Ich hab 2 mal, warte. Okay, warte, ich lass einen und fahr mal weg. Du hast die Kiste an, ne? Ja. Nutzt du gerade das Inventar vom Truck? Ja. Dann Heli. Okay, komm. Warte, ich lass noch ein. Ach egal, drauf geschissen. Mach die Kiste auf. Ah, nicht Inventar, du Spasti, geh doch da rein. Ah, geh doch in den Truck. Mach den Truck auf, Curry, der ist zu. Jetzt. So. Alter. Gib uns Luftunterstützung. Sag im Gruppenchat, wir müssen im Gruppenchat reden. Gib uns Luftunterstützung. Ja, mach ich. Ich bin dabei. Geil, Alter. Tut mir leid. Okay, warte, wo fahren wir denn hin? Wir müssen zur Coca-Verarbeitung. Wo ist die? Meinst du, das wäre so schlau, wenn wir da jetzt hinfahren? Der wird doch 100% Bescheid geben, oder? Ja, wir müssen vorsichtig sein. Der Helikopter müsste dann... Warte mal, an der Coca-Verarbeitung könnten bestimmt Cops sein und der Typ hat seine Freunden bestimmt Bescheid gegeben. Du musst da echt erstmal drüber fliegen und uns Bescheid sagen. Ja, ich scoute drüber vorher.
Okay, cool, danke. Warte, ich markiere das mal gerade. Boah, wir müssen richtig weit. Aber wenn ihr wollt, kann ich noch ein paar Rebellen informieren. Nee, das ist Schwachsinn. Nee, keine Rebellen. Wir packen das. Warte, was kann ich machen? Ja, das Problem ist, ich bin alleine bewaffnet, die hat keine Waffen. Weil die jetzt da zu zweit oder zu dritt sind, dann wird es ein bisschen schwieriger, ne? Ja. Wir brauchen eine Straße oder so. Kilometer müssen wir. 8 Kilometer, wir brauchen eine Straße. Warte mal, wo ist denn hier eine Straße? Mach die Kiste nicht kaputt, Alter. Boah, du fährst durch den Baum. Ah, Leute, warte, ich muss mal kurz vorfliegen zu einer Tankstelle, weil ich habe kaum noch Sprit. Okay, flieg. Ja, ich sehe das Ziel. 7 Kilometer, ne? Ich flieg. Ja, ich muss auf eine Straße, weil hier ist scheiße. Sag mal, wo sind wir denn? Pokerfeld. Oh, dieses Kackmenü da immer, da oben, Alter. Das ärgert, nervt mich so. Doof, dass man nicht sehen kann, wo man gerade ist. Ja. Da vorne sind ja die Windräder. Windräder, das ist bestimmt immer eine Straße. Ja, ich fahr jetzt gerade. Genau, ich habe eine Straße markiert. Alter, geile Aktion. Haben wir den Typen mal in den Truck geklaut und der hat 400 Slots hier drin, ne? Ja, nur mich würde es interessieren, wenn wir den jetzt in die Garage stellen, ob wir den dann später immer noch haben. Ja. Hammer. Wie viel Pech der gehabt haben muss. Sein Kollege ist ja nur abgehauen, ey. Hat jetzt 100%ig den Kopfbescheid gegeben. Also es war jetzt muss ich aber schwierig. Eben gucken, wo wir lang müssen. Ja. Gut. Den Luftraum. Für einen Heli. Ganz leise höre ich einen Helikopter. Wie viel Kokain haben wir denn hinten drin jetzt? 20 oder so, ne? Nee. Weniger oder mehr? Mehr. Wir haben jetzt hinten drin 36. Was? Du das? Ah ja, ich seh's. Boah. War auch nicht Knete mit. Was ist denn das hier? Tankstelle. Haben wir noch genug Tank? Ja, ist noch voll. Boah, wenn wir das schaffen, ne? Dann haben wir richtig viel Geld. Du musst direkt die Schwarzmarkt-Lizenz kaufen. Aber erstmal abwarten. Ich möchte noch nicht hier den loben und wir dann machen Looping und stürzen damit ab. Aber wie gesagt, das dauert jetzt, ne? Ja, das ja. Das dauert jetzt eine ganze Ewigkeit sogar. Aber sowas gehört zum Spiel halt dazu. Ja. Wir müssen erstmal erfahren von unserem Helikopterpiloten, der ist ja noch tanken, wie es denn da aussieht. Du machst aber gerade einen mega Umweg, ne? Ja, ich muss ja über die Straße fahren, wenn ich jetzt da die Berge fahre, dann ist das Auto kaputt gleich, glaube ich. Hä, gibt's denn für die Straße denn dahin? Da muss ja irgendwo, ne? Warte, ich guck mal. Aber wir fahren parallel dazu, wir entfernen uns eigentlich im All, jetzt sind wir ein bisschen näher gekommen. Rechts nachher irgendwann eine Einbiegung kommen, ne? 6,9 Kilometer, warte. Ja, hier. Die Straße geht jetzt wieder nach rechts. Ja. Alter, eine Aktion, ey. Zum Glück hast du einen Dietrich. Ja, ne? Mir ist das eingefallen, dass ich einen gekauft hatte. Ja. Ja, der Mojo tut mir natürlich leid, aber das ist leider das Spielprinzip, ne? Hier wird man gefressen, wenn man irgendwo steht mit so einem dicken Truck. Also auf linke Seite, irgendwo bei euch, muss ein Fahrzeug noch sein. Ja, ist schon, habe ich gesehen vorhin, ja. Wo denn, Curry? Ja, am Kokerfeld meint er, irgendwo in der Nähe von euch. Kann einen Kilometer weit entfernt sein, aber... Richtung, ich glaube, deine Kollegen sind... Ja, komm mal wieder zu uns geflogen, flieg mal über uns drüber und dann guck mal bitte. Du hast ja die bessere Sicht eigentlich.
Moment. Boah, ich glaube die Polizei ballert. Guck mal da unten links, was da alles steht. Ich glaube, da ist gerade eben ein Krieg ausgebrochen. Ja, wie gesagt, wir werden irgendwann nochmal als Polizisten spielen. Das dauert aber noch ein bisschen. Okay, ist alles safe. Okay, cool. Der fährt jetzt in die andere Richtung. Ja. 6,3 Kilometer, 0,2. Ich habe 5,8. Was habe ich denn da markiert? Der Curry macht das schon. Jetzt bewegen wir uns auch dahin, ne? Ja. Boah, die abgefuckte sein muss. Wird sowas heute so ärgern, ne? Ja. Aber zum Glück hatten wir halt diesen Server-Restart gerade. Ja, ja, und zum Glück hat der Typ da gerade den Kokain verarbeitet. gesammelt, meine ich. Wie er extra ins Auto reingelaufen ist. Haben wir ja, so gesehen. Ja. Ich will er dem Typen, unseren Begleiter, wahrscheinlich unterstellen, dass er gemordet hat. Ja. Aber wir haben ja Videobeweis. Das stimmt. Fahrt ja weiter die Hauptstraße entlang. Ja. Okay. Bist du das da oben, der gerade so schnell fliegt? Ja, im blauen Helikopter. Ja, alles okay, alles okay, alles okay. Ja, ja. Flieg mal schon mal über die Verarbeitung und sag mal, was da los ist. Ich habe die Vermutung, dass da bestimmt gleich Cops warten. Ja, ja, jetzt rechts oder rechts? Rechts musst du, mh. Auf der Hauptstraße ist noch ein kleines Auto, ne? Falls es euch entgegenkommt. Okay. Ist nur ein kleines Lapp, eine Limousine oder so. Okay. Ist ein Zivi, glaube ich. Sind aber stärker mit dem Truck. Ja, ja. Ein Heli ist bei mir auch gerade vorbeigeflogen. Okay, entgegen oder? Boah, Curry, pass auf. Was denn? Er fliegt in dieselbe Richtung wie ich. Oh, scheiße. Ja, ja, ich flieg den jetzt mal hinterher und guck mal, wo lang der will. Ey, Curry, was machst du? 2 Kilometer bin ich entfernt von der Pokerveredelung. Okay. Also du fährst in die Mauer. Straße verläuft so komisch. Warte, kann ich hier runter? Oh, das sieht schlecht aus. Was denn? Ja, der fliegt genau dieselbe Richtung. Wir sind schon bei der Kokerveredelung. Was machst du, Curry? Ja, der Heli. Ja, ich guck grad, wo wir lang müssen. Ja, Helikopter bei der Kokerveredelung. Der hält an. Okay, okay, okay. Ist aber kein Cop, oder? Warte, wenn wir jetzt hier durchfahren, kommen wir dann wieder auf die Straße? Nein, es mag sein, dass es vielleicht ein Rebelle ist. Sind wir hier, Curry? Okay, ich der fliegt jetzt in eure Richtung. Oh, eure? Ich weiß, was sie sind. Das sind Banditen. Die gucken, wo was los ist. Okay. Behalt ihn mal im Auge. Gucken, ob nicht, dass sie uns jetzt überfallen hier oder so, Alter. Und dann sag ich euch Bescheid. Muss sie auf jeden Fall verscheuchen, wenn die uns überfallen wollen. Ja, ja, klar. Also bei der Koka-Verhandlung ist momentan keiner, außer jetzt dieser Helikopter, der aber auch landet jetzt. Der landet jetzt, ja. Wir sind in einem Umkreis Cops, weil vorhin haben die uns eingekreist und haben dann zugegriffen. Also ich sehe durch keine. Okay. Auf dem Radar habe ich ein Fahrzeug und einen Helikopter jetzt. Okay. Und da kommt noch ein Helikopter, ein Orca. Oh mein Gott. Ihr macht ganz den Terror, muss ich euch sagen. Die warten nur, weil ich könnte gerade wetten. Ey. Das sind wahrscheinlich die gleichen Typen, wo wir den Truck geklaut haben. Ja. Ja, das mag sein. Was machen wir denn dann? Ja, da ist ein Typ gerade ausgestiegen. Der guckt auf mich, ich flieg mal tief, mal gucken, ob ich seinen Namen lesen kann. Ja. Brauch eine Waffe, Curry. Bitte! Was? 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 Da ist er noch mit dem René. Bitte! Alter, was eine Folge, ey. Hier ist gerade richtig dramatisch. Bitte! Warte, ist das hier? Ja doch, das muss die Straße sein. Ich mach jetzt, oh Gott, da landen jetzt 2 Helikopter, ich glaub's gar nicht, ey. Warte, wir fahren gerade wieder nach Kavala, oder? Am besten wartet mal und haltet mal einen Kilometer noch Abstand, bevor ihr komplett da reinfährt. Weil, keine Ahnung, das, ihr wird ins offene Messer laufen, wenn er jetzt da reinfährt, ja. Ja, ja. Weil der eine,
Ich kann sein, dass da zwei Typen in dem Hangar warten auf euch mit bewaffnet. Der eine guckt die ganze Zeit raus, jetzt landen weiter Orca. Ja, das war so klar. Ich habe keine Ahnung, ne? Für mich wäre das jetzt saugefährlich, wenn ich jetzt da runtergehen würde. Nee. Du müsstest uns zwei Waffen besorgen, das wäre das Beste eigentlich, was du machen könntest. Ja, das wäre kein Problem, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich zwei Waffen in mein Inventar reinkriege. Eine Pistole könnte ich noch mitnehmen und noch ein Sturmgewehr könnte ich noch mitbringen. Ja, das wäre super. Wir brauchen ja noch ein bisschen. Curry, wie weit sind wir weg? 2,8. Okay, bei 1 Kilometer machst du einen Stopp, ja? Ja. Ja, 5,4 Kilometer brauche ich. Das ist im Schwarzmarkt. Okay. Mach das. Oh, ist das steil. Sind die Kokainverarbeitung gar nicht? Der Kokafeld? Was ist denn das? Apfelplantage. Curry. Ja? Wo finde ich denn die Kokainverarbeitung? Wollt ihr mit Visier, ohne Visier oder ist das egal bei euch? Am besten mit, oder? Also das Beste, was du kriegen kannst. Weil du siehst ja, die wollen unseren Tod. Ja, aber was machen wir denn dann? Da müssen wir ja, da hingehen. Ich kann jetzt zum Beispiel ohne Visier besser zielen. Das ist ja bei jedem anders da. Curry, was brauchst du, mit oder ohne Visier? Ich nehme mit. Okay, pass auf, pack auf die auf das Sturmgewehr ein Visier und auf der Pistole keins. Ich fliege jetzt mal zum Schwarzwald und gucke, ob ich weitere zwei Waffen mitbringen kann. Okay. Und dann gucke ich mal. Weil eine Waffe kann ich auf jeden Fall noch mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob es zwei gehen. Ja. Wie weit, Curry? 2,4. Okay, weil wir kommen hier Kuckern hier hoch, ey. Aber habt ihr vielleicht noch was zu essen oder zu trinken dabei, ne? Ja, doch, ich hab... Ja, ich auch. Wir treffen uns 1 Kilometer davor. Du bringst die Sachen uns dann 1 Kilometer davor. Wir brauchen noch 2 Kilometer, haben wir schon Ich bin jetzt am Schwarzmarkt. Ich lande jetzt. Okay. Pass auf, Alter. Pass auf. Ich bin gerade richtig der Arsch. Die Muffe jetzt gerade. Aber wie machen wir das denn? Wir müssen ja dann eigentlich vorwarnen, wenn wir schießen, ne? Mann, wir dürfen ja nicht einfach so schießen. Auch, Leute. Mal gucken, Curry. Ja, das ist ein bisschen blöde Regelung, ne? Wie willst du das vom Berg runterschreien oder was? Ja, das stimmt. So. Es wird spannend hier in Let's Play Altes Live, liebe Leute. Okay, Curry. Wie weit sind wir noch entfernt? 1,9. Müssen wir noch über den hohen Berg da hinten wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, und dann geht die Luzi ab. Eieiei. Und unser guter Mitstreiter, der Maurice. Maurice war das, ne? René. René, warum sag ich mal Maurice? Der René wird uns jetzt hier die Waffen besorgen. Also René, du bist ein richtiger Held. Schreibt doch mal alle in die Kommentare. Schöne Grüße an den René, dass er uns so unterstützt. Das freut mich sehr. Da lag noch eine Waschmaschine. Es gibt ja neben Kokain noch andere Sachen, die man abbauen kann. Wie zum Beispiel Stein, Snockery. Kupfer, Salz, Öl. Ja. Öl. Öl könnte eigentlich die Lizenzen sind wahrscheinlich mega teuer. 1,4, ich glaube, wir können da oben auf dem Berg stehen bleiben. Ja. 1,3. Boah, jetzt eine Sniper, ne? Boah, wie geil. Alter. Das ist gar nicht hier, ne? Ne, ich glaube nicht. 1,2. Ah, hoch den Berg, komm, Kiste hoch! Komm schon! Du schaffst es! Trucky! Fahr mal weiter. Da vorne, warte, ich weiß, wie wir da drauf gucken können. Wenn wir da vorne jetzt die Backgate entlang fahren, okay, können wir da drauf gucken. So, wir sind 1 Kilometer entfernt. Ja, ich kann 3 Waffen mitnehmen, ne? Ah, geil, Waffen, Alter, geil. Dann bring mit, was du mitbringen kannst, das Beste vom Besten. Wir beteiligen dich natürlich an der ganzen Aktion.
Ja, ist cool. Wie schon gesagt, mit Visier, ohne Visier, ihr müsst euch aussuchen. Bring zwei mit zwei Waffen mit zwei Visieren mit, ist am besten eigentlich. Hört sich gerade irgendwie an, als würden wir bei McDonalds bestellen. Curry, Helikopter. Da war das nur Magazin. Stehen bleiben. Das reicht doch. Bleib stehen, nicht fahren. Sind grün, das uns sieht man nicht so allzu krass. Wohl, ich glaube, er hat uns aber gesehen. Okay, Kollege, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, der Helikopter hat uns erwischt. Der sieht uns. Ein Helikopter nimmt Kurs auf uns. Oh oh. Okay. Oder warte mal. Nee, er fliegt weiter. Nee, warte, der fliegt nur gerade hier an uns vorbei. Ich bin jetzt unterwegs, ich flieg okay, jetzt sofort zurück. Schnell. Fliegt er weiter? Schnell. Der fliegt weiter, ne? Ja. Der fliegt weiter, oder? Sag mal ruhig kurz, Curry, sag mal ruhig. Der dreht wieder. 4,5 Kilometer. Okay, der dreht wieder. Aber ich habe jetzt drei dicke Waffen mitgeholt, das muss ja eigentlich reichen. Ja. Geh, Curry, fahr. Sieht ihr von dort aus? Nee, warte. Das ist ein Helikopter, wo du gelandet hast. Wir können doch nicht auf das Dings blicken, das ich sehe gerade... Der fliegt weiter, ne? Ein Helikopter, der weiterfliegt. Ja, er ist weg. Ist anstatt Richtung Kavala am Punkt. Hat er euch... Nee, er ist unterwegs nach Kavala. Hat er euch gesehen? Ja, ich denke mal. Okay, noch ein Helikopter. Stehen bleiben, Curry. Stehen bleiben. Helikopter fliegt weg. Helikopter fliegt an uns vorbei. Der dreht, oder? Moment. Nee, fliegt weiter. Warte, Curry. Nicht fahren. Gefahr. Okay, Helikopter ist weg. Ey, warte, die geht bloß nicht rein. Wartet nicht. Weil die können drinnen warten im Hangar, weißt du? Ja. Ich wurde schon zwei, dreimal überfallen. Boah, hier ist perfekt. Hangar, Scheiße, wartet, bis ihr die Waffen habt. Dann gehen wir gemeinsam perfekten, rein. Ja, hast recht. Ja, ist gut, René, beruhig dich. Wir haben perfekten Blick auf die Verarbeitung. Bleib stehen, Curry, hier ist gut. So, siehst du denn da was, Curry? Ich steig mal aus dem Truck aus. 2,4 Kilometer bin unterwegs. Ich erkenne da gar nichts. Könnte ein Ablenkungsmanöver sein, ne? Dass wir vielleicht denken, da oben Helikopter. Ja, da fliegt wieder Helikopter einer. Wieder gesichtet. Helikopter. Ich glaube, die fliegen hier ihre Runden, bis wir kommen, Alter. Die drehen hier permanent die Runde. Wir brauchen auf jeden Fall... Die fliegen auch relativ tief. Also ich glaube, die wollen uns hier ein bisschen... Die warten, bis wir zugreifen. Und ich habe die Vermutung, dass das ein Ablenkungsmanöver sind. Ja, genau. Und dass unten welche drin sind. Wir machen das am besten so, wenn wir vorfahren, das sind zwei Toren. Einer geht rechts ans Tor und einer geht das vordere Tor ein. Und dann, keine Ahnung, wenn sie drin hocken, haben wir sie ja regisch in der Tange. Und keine Ahnung, schießen dürfte leider nicht sofort, ne? Der Helikopter ist wieder da. Na gut, die wissen jetzt, was los ist. So, wir machen mal ein Folgenpäuschen hier und in der nächsten Folge stürmen wir die Hütte. Oh mein Gott, Curry, meinst du, wir packen das? Ja, Mann. Ja, bis zur nächsten Folge und vielen Dank an den René. Bis dahin. So, hier, Simon, mein Rücken.